Sarah Debitz-Hexel, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Was war heute der Unterschied? Was hat den Unterschied gemacht zwischen Deutschland und Südafrika? Ja, ich denke, dass wir heute echt guten Fußball gespielt haben, phasenweise. Ja, 4 Tore gemacht, das ist echt stark. Jetzt haben wir 9 Punkte nach 3 Spielen. Wir sind überglücklich, dass wir als Gruppenerster jetzt ins Achtelfinale einziehen und ja auch mit einem guten Spiel heute im Rücken. Wie wichtig war das erste Tor natürlich, um als Dosenöffner, um das Spiel quasi in Fahrt zu bringen? Ja, auf jeden Fall. Das ist immer sehr wichtig, dass man ein frühes erstes Tor macht. Das ist uns gelungen. Dadurch konnten wir echt gut ins Spiel finden. Ich denke, hinten raus hatten wir noch viele, viele klare Chancen, die wir hätten besser nutzen können. Dann wäre das heute noch höher ausgegangen. Aber insgesamt können wir zufrieden sein mit 4 Toren und 3 Punkten. Das war das dritte Spiel jetzt für eure Mannschaft. Insgesamt dauert das Turnier schon ein bisschen. Was war denn Ihr Moment des Turniers bis jetzt? Oh, das ist sehr schwer zu sagen. Ich denke, jedes Spiel hatte was an sich. Wir hatten im ersten Spiel einen Arbeitssieg, im zweiten Willenssieg und heute haben wir auch phasenweise echt guten Fußball gezeigt. Ich denke, wir konnten uns von Spiel zu Spiel auch steigern und ich finde, man kann sagen, dass wir jetzt bereit sind fürs Achtelfinale und freuen uns sehr drauf.